Inferno wird's richten. Body Slam schon wieder auf meinem Faxer. Oh, der ist ja fast weg. Okay, jetzt ist er weg. Nee? Dann bin ich mal so nett. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Ich kann ja nicht auf seine Pokémon, nur auf meine. So, Schnurrgast machen wir mal weg. Zack. Sehr gut, wieder ein Pokémon weniger. Flammenwurf, Manfaxo ist weg, schade. Golbat. Okay. Und was hat Staraptor? Alles klar. Kann ganz gut helfen. So, wir wollen Skunkapoo erstmal, Skuntank erstmal wegmachen. Dann sind wir den auch schon mal los. Na gut, dauert doch ein bisschen. 46, das ist schon heftig. Okay, eine Zitrobeere. Okay, aber die wird dir nicht helfen. Nicht auf ewig zumindest. Ja, super. Panferno ist wieder geheilt. Und Staraptor natürlich nicht. So, einmal Flammrad gegen Skuntank. Ah, immer noch nicht. Aber jetzt. Sehr gut. Finalschlag für Skuntank. Okay. Steht die Level 35, wunderbar. Golbat setzt Giftzahn ein und die hat glaube ich noch ein Pokémon, oder? Ja. Ein Golbat, alles klar. Können wir doch. Namio will ich jetzt nicht unbedingt einsetzen. Setzen wir mal Günther ein. Den haben wir zurzeit sehr selten eingesetzt. Ein Pflücker. Alles klar. Oha, Staraptor ist fast besiegt. Jetzt ist er sogar besiegt, alles klar. Na komm schon, Hades. Bammelin. Warum kommst du mit so einem kleinen Pokémon an? Komm, dann machen wir mal Surfer hier. So, einmal Pinguin surfen. Ein Golbat ist weniger, sehr gut. Jetzt haben wir nur noch ein Golbat. Das letzte Pokémon, was die haben. Siedewasser. Ach komm, Rutenschlag. Was macht der denn für Attacken? Und Bammelin wurde besiegt natürlich. So, erledigt.
So macht man das. Ha, das hast du gesehen. Man wechselt die Pokémon während des Kampfes auch mal aus. Du besiegst Commander Mars und Commander Jupiter. Oh weia, ich hätte wohl lieber allein kämpfen sollen. Pff, du bist stark geworden. Trotzdem hast du gegen den Boss keine Chance. Sicher? Also wenn ich gegen euch schon so gewinne? Hehe, meine Pokémon sind echt stark, stimmt's? Ich kann bestimmt auch so stark werden wie sie. Aber ich fürchte, für uns ist hier Endstation. Moment, Flosen, ich helfe dir. Hades hat dein Team geheilt. Oh geil. So, das wäre erledigt, Flosen. Der Rest liegt in deiner Hand. Dankeschön. Oh, Palkia. Das ist. Na? Palkia will doch nicht so, wie du willst, wa? Fantastisch. Überwältigend. Wir sind Zeugen der Geburt einer neuen Galaxie. Ja, eines neuen Universums. Was? Selfie. Vesprit. Und Turbuz. Die beruhigen das Pokémon Palkia wieder. Dadurch, dass die drei Pokémon immer noch da sind, ist Palkia auch wieder beruhigt. Und was jetzt? Die rote Kette, sie hat sich in nichts aufgelöst. Wie konnte das passieren? Und warum erscheint Vesprit, das Pokémon vom See der Wahrheit, neben dir? Egal, völlig egal. Es ist alles verloren. Meine Galaxie ist zerstört. Das kann ich nicht akzeptieren. Ich werde die drei wieder einfangen und eine neue rote Kette schmieden. Aber vorher werde ich dich zerschmettern. Das schaffst du doch eh nicht. So, Galaktik-Boss Cyrus. Kramchef. Alles klar. Jetzt hat er schon die Weiterentwicklung davon. So, Antikraft einmal. Sehr gut. Die Hälfte ist schon weg. Und die nächste folgt zugleich. Oha, Schwein gehabt. So, sehr gut. Kramchef ist schon mal besiegt. So, wen setzen wir jetzt ein? Panferno ist Level 56 auf jeden Fall schon mal. Es läuft schon mal sehr gut. Garados. Garados. Wen setzen wir denn da ein? Das ist schwer. Obwohl eigentlich nicht. Eigentlich ist das nicht schwer. Angriff? Angriff von Rubin, okay. Ist nicht schlimm. Passt schon. So, einmal Schockwelle bitte. Okay, der hat gerade so eine Beere gefuttert, damit er weniger KP verliert. Kehrtsalbe. Ja, den Schaden, ja, genau. Knirscher. Oh. Ah, tut mir leid, Rubin. Ich glaube, du wirst es nicht überleben. Ich probiere mal nochmal eine Schockwelle. Ah, sehr gut. Hast es ja doch noch geschafft. Sehr gut, Rubin. Sehr gut. Ich bin auf jeden Fall stolz auf dich.
So, wen können wir jetzt noch einsetzen? X-Bad, okay. Gegen X-Bad, dann nehmen wir Günther. Das sollte auf jeden Fall helfen hier. Level 46. Dann nehmen wir erstmal Siedewasser. Okay, der hat Flinkklaue. Und fängt auch früher an. Oh, der verbrennt sogar. Sehr gut. Und die Hälfte ist damit schon weg. Also kann ich doch Laka einsetzen, ne? Wäre doch ganz gut. So, Windschnitt stärkt natürlich seine Attacken, aber nicht so intensiv. Jawoll. X-Bad besiegt. Wunderbar. Snibunna. Panferno. Können wir nehmen. So, dein letztes Pokémon war. Ich gebe zu, dass du mich an meine Grenzen gebracht hast. Ja. Das ist schön, dass du es zugibst. Tempohieb. Natürlich ist der erstmal so eine Beere, dass ich weniger Schaden austeile. Rospelbeere. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das kann und darf nicht wahr sein. Eine Niederlage ist unmöglich. Auf X-Bad. Dann funktioniert auf jeden Fall die Attacke Schaufler nicht. Giftstreich. Nein, Top-Genesung, natürlich. Wird trotzdem nichts bringen. Nicht vergiftet, schade. Bis vielleicht noch. Toll. Die Fausttafel ist kaputt. Okay, das war nicht sehr effektiv. Giftstreich vielleicht nochmal. Ah, okay, Arioras, alles klar. Gut, dann Panferno, du bist nochmal dran. Dann gibt das Vieh mal jetzt hier, ne, ein Ding in die Fresse. Einmal Tempohieb bitte. Und weg. Sauber. Wunderbar. Cyrus wurde besiegt. Ich kann das nicht akzeptieren. Die in den Mythen erwähnte Kraft. Ich habe sie nicht nur gesteuert, ich habe sie mir zu eigen gemacht. Tja, und doch hast du verloren. Was ist dein ultimatives Ziel? Was ist deine Vorstellung von Perfektion? Kennst du etwa nur die größten Glücksmomente? Jene, deren Schönheit die Welt durchströmen? Ha, es ist sinnlos, dich zu fragen. Doch ich werde nicht aufgeben. Eines Tages werde ich zu einer Gottheit und die ultimative Perfektion erreichen. Ich glaube nicht. Ah, okay, die beiden. Palkia, der Meister des Raumes und der Dimension. Ich kann nicht sagen, ob es wütend oder traurig ist. Aber mir scheint,
als würde Palkia etwas von dir erwarten, Flosen. Wenn ich es nicht besser würde, würde ich sagen, es fordert dich heraus. Geh schon, Flosen, stell dich Palkia. Höre auf die Stimme in deinem Herzen und folge ihr. Palkia ist außer Kontrolle geraten, weil es mittels der roten Kette dazu gezwungen wurde, hier zu erscheinen und seine Kräfte einzusetzen. Es scheint darauf zu vertrauen, dass du es aufhalten kannst. Flosen, eben bin ich Hades begegnet. Er sagte, dass er an dich glaubt. Wenn jemand diese Aufgabe bewältigen kann, dann du. Auch ich glaube an dich. Bitte hilf diesem Pokémon. Es leidet darunter, dass was Team Galactic ihm angetan hat. Kia. So, Palkia. Ich brauch gar nicht gegen dich kämpfen. Denn du gehörst mir. Palkia setzt Gegner mit Erzwinger unter Druck. Rubin schaut zu dir rüber und nickt entschlossen. So. Schade, dass man die Bälle nicht verdoppeln kann, aber ist egal. Den Meisterball setze ich ein für Palkia. Und jetzt müsste Palkia ausbrechen, nee, dann hätte ich aber gelacht. Das wäre so mies gewesen. So, Erfahrungspunkte, sehr gut. Ränkeschmied, was ist das denn für eine Attacke? Kenne ich gar nicht. Eine Unlichtattacke, okay. Anwender stimuliert sein Gehirn und hat faszinierende Gedanken. Erhöht Spezialangriff stark. Okay, brauchen wir nicht. So, wunderbar. Sticky Level 37, Günther Level 50 und Melina Level 35. Von diesem in der Mythologie erwähnten Pokémon heißt es, dass es in einem Spalt zwischen parallelen Dimensionen lebe. Palkia kommt erstmal auf in die Box. Flosen, ich kann nicht fassen, dass du es tatsächlich geschafft hast. Du warst hervorragend, wirklich absolut unglaublich. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt und das heißt was bei 60 Jahren. Seit dem letzten Treffen hat der Professor unerbittlich geforscht. Er war besorgt um dich, Flosen, und kam extra deinetwegen an diesen gefährlichen Ort. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, lass uns nach Hause gehen. Niemand hat das Recht, die Zukunft anderer oder gar einer ganzen Welt zu bestimmen. Das sehe ich auch so. So, was jetzt? Kann ich auch fliegen? Okay, die sind beide weg. Sieh nach, was in Sonneweg vor sich geht. Gut, dann fliegen wir noch nach Sonne. Ach nee. Sonneweg ist ja hier, wo wir noch gar nicht waren. Alles klar. Gut, dann werde ich noch nach Schleiede fliegen. Oder auch nicht. Okay, dann werde ich so machen. Beenden wir die Folge hier auf dem Kraterberg. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.